Herbstblätter fallen von der Bäume. Du kannst da wirklich nichts dran machen. Ach, es geht um Manfred Böker, Rainer Groß und Wolfgang Niedecken. Das sind die Freunde. Und wer davon nur den ehemaligen BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken kennt, dem erklärt Christiane Vielhaber nun, wer die anderen sind. Wer denn, Christiane Vielhaber? Mötz, Schmal und der liebe Jung. Denn Mötz, so nennen sich die Freunde. Ja, die haben zusammen Musik gemacht und am Schlagzeug waren Manfred Böker und Rainer Groß, die zusammen in Köln-Mühlheim auch zur Schule gegangen sind, dann das Abitur geschmissen haben, weil sie doch Musik schöner fanden und die dann an den Kölner Werkschulen den lieben Jungen getroffen haben, nämlich Wolfgang Niedecken. Und Rainer Groß war 1992, vor 25 Jahren, der erste zeitgenössische Künstler, der in dieser Villa Zanders in Bergisch Gladbach ausgestellt hat. Daher das Revisited. Und die jetzige Direktorin Petra Oeltschlegel hat sich dann gedacht, wir fragen den doch nochmal, will er nicht nochmal kommen? Denn er hat ja inzwischen richtig Karriere gemacht und eben nicht hier in Köln, sondern in erster Linie in Amerika, aber immer wieder hier auch ausgestellt. Und dann hat er gesagt, ja, mache ich gerne, aber können wir nicht die anderen beiden dazu nehmen? Und dann sind eben die beiden dazu gekommen und jetzt ist das Haus über 3 Etagen mit Bildern von den dreien. Es gibt auch Räume, wo alle drei zusammen an Bildern gearbeitet haben oder alle drei präsent sind. Und da kann man jetzt sehen, was aus denen geworden ist. Also Manfred Böker, Rainer Groß und Wolfgang Niedecken. Was verbindet die eigentlich miteinander, außer dass sie offensichtlich alle Bilder gemacht haben und früher mal miteinander Musik? Also kann man eine künstlerische Brücke schlagen vom einen zum anderen? Ja, das kann man. Sie haben 1970, 71 an den Kölner Werkschulen, so hießen die ja damals noch, bei Dieter Krämer angefangen zu studieren. Aber am Anfang sehen Sie, dass die ganz nah am Realismus waren und diese Ausstellung hat so witzige Ecken. Sie kommen rein und dann sehen Sie, es fertig. Heißt eine Arbeit und Sie sehen eine ist Küche. Ist fertig, müssen wir vielleicht für die Nicht-Kölner übersetzen. Ich wollte Ihnen das gerade übersetzen. Sie kapieren das nämlich nicht. Sie sehen eine Küchenrolle und auf dieser Küchenrolle ist ein Ei, ein gekochtes Ei. Und Rainer Groß ist ganz früh über die Vermittlung von Inge Becker zu einem Künstler Howard Kanowitz nach New York gekommen und als Assistent. Und dann hat er die anderen nachholen wollen und jetzt kommen die. Und Rainer Groß war schon da, Manfred Böker kam dann auch und dann kam Wolfgang Niedecken. So, und jetzt fehlte plötzlich der dritte Eierbecher morgens. Und dann haben sie ein Ready-Made gemacht, nämlich ein Ist fertig. Und das finde ich ganz lustig. And move along. Grab your dreams and move along. Also es geht auch um die Geschichten, um die Erinnerungen dieser drei miteinander und um das, was damals passiert ist. Also man muss sagen, mittlerweile ja vor, naja, so 40 Jahre sind's her. Ja, und da muss ich sagen, für diese Erinnerung der drei ist der Katalog ganz toll. Schwarz-Weiß, er selbst als Konfirmand, das ist auch die Zeit, wo die so abarbeiten, dieser katholische Hintergrund hier im Rheinland, von dem sie sich lösen wollten.
Niedecken ist am Anfang eigentlich auch ganz nah am kapitalistischen Realismus, wenn die dann so Reklame abmalen oder Kataloge, wo man irgendwas bestellen kann. Da ist aber Böker der Witzigste, der dann nimmt so Kataloge, zum Beispiel die Wunderbrille, wo man jemand mit Röntgenaugen nach angucken konnte. Oder die sehen so Damenbeine mit fürchterlichen Vorher-Nachher-Krampfadern. Also das, was er einfach abmalt. Aber es ist für diese Zeit ganz wichtig oder witzig und wichtig. Und ich halte fest, Sie kommen amüsiert aus dieser Ausstellung in der Villa Zanders in Bergisch Gladbach. Sie heißt Freunde treffen sich und zeigt Werke von Manfred Böker, Rainer Groß und Wolfgang Niedecken und auch das, was die einst zusammen gemacht haben. Christiane Vielhaber hat uns die Ausstellung vorgestellt. Die drei Freunde, die sich anlässlich dieser Ausstellung wieder zusammenfinden, eint eine ganz spezielle Geschichte, wie sie vielleicht nur in den späten 60ern und beginnenden 70er Jahren ihren Lauf nehmen konnte. Grundlage ihrer sehr persönlichen Künstlerfreundschaft sind die gemeinsamen Werte und Grundlagen ihrer Erziehung und Sozialisation im katholischen Rheinland und dann ein zunehmender Widerstand dagegen. Dieses für jede Generation wieder charakteristische Aufbegehren der Jugend sammelte sich in den 60er Jahren in der Begeisterung für ihre Musik. Bei den englischsprachigen Musikern fanden sie ihre Idole, die sich rein äußerlich durch ihre Frisuren, aber auch durch die Kleidung und erst recht durch die neuartige Musik von allem Vertrauten unterschieden. Linke Großstadtfassade, das Marmor. Betrachtet man die Malerei der frühen 70er Jahre dieser drei, so gibt es große Gemeinsamkeiten, sowohl in der Wahl der Sujets aus dem Bereich der Trivialästhetik, man bezog sich also auf Alltagskultur und Werbung in Zeitungen und Zeitschriften, als auch der Integration von dort vorhandener Typografie, der fotorealistischen Malweise natürlich und der Verwendung von Öl auf Leinwand, sicher zum Teil angelehnt und inspiriert durch den Ausbildungskanon an ihrer Werkschule und dem Zeitgeist der durch Gerhard Richter und Sigmar Polke geprägten Malerei. Immer ging es aber auch um eine Reflexion auf den Wirklichkeitsgehalt von Bildern aller Art. In Werken wie Xüber oder Dunja Dunja von Manfred Böker oder Notizen, Zitate, Ausschnitte von Wolfgang Niedecken oder dem Werk Irgendetwas im Kleide selbst von Rainer Groß verdeutlichen diese Gemeinsamkeiten sich im Künstlerischen. Der Fotorealismus sollte noch einige Zeit vorherrschen, doch offenbarte die Motivwahl immer die ironische Distanz und den ihnen gemeinsam distanziert belächelnden Blick auf die Welt, bevor die drei ihn, jeder dann auf seine Art, überwinden sollten. Unser gemeinsames Interesse für Dada ließ uns den Namen Gruppe Schizo wählen, so die drei. Bewegungen, die Humor anwendeten, von Fluxus zur Pop- und Konzeptart, waren besonders wichtig für uns. Wir saugten alles auf. Der enge Kontakt zwischen den dreien sollte bleiben, wenn die gemeinsamen Treffen auch immer seltener wurden, nachdem Rainer Groß in New York verblieben war.
Rainer besuchte seine Eltern ab 1976 mehrmals pro Jahr und verband diese ausgedehnten Besuche in Köln immer wieder mit Treffen seiner Freunde. Über längere Zeit unterhielt er auch zwei Ateliers, nämlich eines in New York und eines in Köln, womit er der Existenz in zwei Welten sichtbar Ausdruck verlieh. Er erweiterte seine künstlerisch-handwerklichen Fähigkeiten und fand dann auch zusehends zu seinem eigenen Stil. Dabei griff er über viele Jahre die ihn prägenden kunsthistorischen Vorbilder auf und kombinierte traditionelle Sujets mit einer Collage-Technik, die es ihm ermöglichte, unterschiedliche Motive und Themen zu verbinden. Besonders dem Dekor, dem Muster, dem Rapport kam dabei eine wichtige Bedeutung zu. Zunehmend banalisiert Rainer Groß jedoch das historische Vorbild, distanziert sich von der Tradition und schafft so eigene Bildaussagen, die ihn zwischen alter und neuer Welt verorten. Bild- und Bedeutungsebenen überlagern sich, Hoch- und Trivialkultur ergänzen sich bei ihm und überführen die Kunstgeschichte, genauso wie die Popkultur, in eine Schatzkiste. In diese Zeit, also zweite Hälfte der 70er Jahre, fällt auch eine einzigartige Arbeit von Manfred Böker und Wolfgang Niedecken, Sauerbier, die sie 1976 beginnen und die Rainer Groß dann Jahre später auf Wunsch von Professor Sauerbier 1986 ergänzt. Den Wortwitz aus einem Schwein, der Sau, den Lettern ER und einem frisch gezapften Kölsch, also Bier, Sauer Bier, ergänzt Rainer Groß durch die Antwort I love you, dear, und transformiert den Liebsten in einen Hirsch. Bis heute hatten die drei Freunde noch nie zu dritt ausgestellt, waren jedoch einmal im Kölnischen Stadtmuseum in einer Gruppenausstellung vertreten oder stellten 1974 nacheinander in der gleichen Galerie bei Witte in Köln aus. So macht die Ausstellung Freunde treffen sich Revisited erstmals die enge persönliche und künstlerische Beziehung sichtbar. Alleine zur Vorbereitung dieser Ausstellung haben sich die drei mehrfach getroffen, die Konzeption besprochen, sich auf Schwerpunkte verständigt und beschlossen, dass Rainer Groß sein Werk bis heute ausschnittweise zeigt, während die beiden anderen sich auf die 70er, 80er Jahre konzentrieren. Alle haben einen vollständig unterschiedlichen Lebenslauf mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen vorzuweisen, haben in einer gewissen Phase zwar künstlerisch sehr eng miteinander gearbeitet, aber blicken auf ein vollkommen verschiedenartiges Lebenswerk zurück –